Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen, wenn alles gut geht, heute zwei Spiele mit der Bundesliga. Und ja, Third in vom Cater im Test. Und meine Tendenz ist immer noch zu Second in vom Bendaleb ist geiler. Wir müssen echt gucken. Ich denke, das werden jetzt auch die letzten beiden. Okay, das ist wieder ein relativ schwaches Team, starker Torhüter, klar, und auch ein interessantes Hybrid, aber es ist jetzt nicht wirklich krass stark. Könnte sein, dass jetzt hier wieder der geile Abbruch kommt mit dem Matchmaking. Oh, der Gegner ist eher, hat eher ein schwaches Team, wir brechen mal ab. Dann schaffe ich ein schnelles Tor. Ja, ich denke, das sind jetzt auch die letzten beiden Spiele, die ich mit Keita teste, und meine Tendenz geht zu Bentaleb für die Zukunft. Wetten, dass das Spiel abbricht. Ganz in Ruhe. Gegner ist auch wieder ein Rammler, jemand, der gerne drauf rennt. Nicht der aggressivste, den ich je gesehen habe, aber schon mit von der aggressiveren Sorte. Ich dachte, ich komme da rum. Ich war ja eigentlich auch schon rum. Was? Das war doch kein. Oh mein Gott, das war natürlich kein Foul. Interessant, dass ein bisschen Körperkontakt schon als Foul gewertet wird. So, er rennt meine Anspielstation zu, also machen wir mal eine Flanke. Das ist ein bisschen schade, weil wie gesagt, Stindl ist nicht so groß, ist nicht so kopfballstark. Okay, da bekommt den Ball nicht. Macht einen Pisscheck. Das war mal schön gedribbelt von Keita, also das hat sich angenehm angefühlt. Er bekommt dann immerhin den Schuss hin. Das ist keine Ecke, ne, schade. Schön gemacht von Vidal. Den muss Stindl machen, den muss Stindl einfach machen. Oh. Erste Riesenchance, die Stindl nicht macht, merken. Alter, wie ich die Stindl machen muss, wie die Stindl machen muss.
Block doch mal nicht immer. Hat er gut gedribbelt. Das macht Keita jetzt zum Beispiel gut. Also das war gerade sehr gute Balleroberung von Keita. Nein, schade. Abseits. Oh, warum macht denn Stindl das Tor nicht? Den muss er halt machen. Das war echt ärgerlich. Hätte ich nur mit Stindl geschossen, aber ich dachte, ich kann noch mal einen besseren Pass hinbekommen. Hat nicht geklappt. Oh, mein Handy ist noch an. Ich mach's mal leise. Puh, weiter geht's. Wir sind der bessere Spieler. Der Gegner hat auch schon eine Torschance gehabt, ich weiß es nicht. Wir haben super schöne Torschance gehabt. Also mehr als schießen flach ins lange Eck kann ich da nicht machen. Das muss man einfach Stindl ankreiden. War natürlich auch gut gehalten von Loris, aber die muss Stindl einfach reinmachen. Punkt. Von daher ist es echt sehr, sehr bitter meiner Meinung nach, dass er den halt nicht macht. Aber jeder Spieler, egal wie gut er ist, egal ob Messi oder Ronaldo, kann halt mal so eine Chance versieben. Deswegen darf halt nur nicht zur Regelmäßigkeit werden. Wieder viele geblockte Schüsse auf jeden Fall. 95% angekommene Pässe. Klar, ich mache auch viele kurze Pässe hin und her, aber trotzdem, das ist schon geil. Aber das zeigt halt auch, wie krass sich mein Spielstil geändert hat, meiner Meinung nach. Dass ich halt viel übers Kombinieren komme, viel über die kurzen Pässe und weniger übers schnelle Spiel nach vorn. Schön, wie Müller nicht durchrennt, hätte er wahrscheinlich bekommen, den Ball. Schade. Geiler Abschluss von Stindl. War jetzt schon die zweite Situation, die er irgendwie nicht so geil macht. War auch wieder schwierig, weil Dropkick oder Volley-Schuss halt.
Ja, ich bin schon stark zu konzentrieren. Ich will das Spiel unbedingt gewinnen. Ich will alle Spiele unbedingt gewinnen, aber vor allem das, also Stindl riesengroße Chance liegen gelassen, dann noch so eine, ja, vielleicht eine ganz gute Halbchance. Okay, das ist krass, wie er da mit Vardy mitrennt. Wieder bleibt der Pass hängen, ey. Scheiße. Wir kommen zwar ständig gefährlich in den Strafraum des Gegners, aber wir kriegen einfach nicht den guten letzten Pass hin oder den guten Schuss nach dem letzten Pass. Entweder geblockt oder irgendwas anderes passiert. Wechsel erstmal, fällt mir gerade ein. Ein Foul, dass ihn nicht gepfiffen wird. Das wird gepfiffen, das andere, was ein klareres Foul war, also das hier wird, denke ich, sogar gar keins. Ja, das sollte auch nicht dahin gehen dabei. Ist klar, dass es abseits ist. Was war das? Ja, Ribéry soll durchrennen. Er war kurz davor durch zu sein. Ich spiele meinen Pass und er bricht ab. So ein Dummi. Da habe ich die doch eingewechselt, damit sie mit ihrer frischen Pace ein bisschen Action machen können. Geiler Vorteil für einen Bruchteil von einer Sekunde. Das war gut gemacht von Keita. Oh, die nächste Verlängerung. Wieder unsinnig, wenn Stindl einfach mal das Tor da machen würde. So eine riesengroße Torschance. Das ist eigentlich fast schon eine 100%ige, würde ich sagen. 95%iger oder sowas. Und er macht's einfach nicht. Oh.
Wann hat er denn eigentlich Sanchez gebracht? Oh, bitte abgefälscht. Danke. Ich wollte schon sagen, so ein Pass darf einfach gar nicht kommen. Natürlich, Alu. Schöner Schuss von Keita. Wir sind der bessere Spieler. Wir haben die Chancen. Alu-Treffer jetzt auch noch. Komm schon, wir machen jetzt noch ein Tor. Einfach dran glauben. Noch genügend Zeit für das Tor. Oh nein, bitte nicht. Oh, was für ein schwacher Abschluss. Und dann gibt es nicht mal die Ecke. Krass. Muss er natürlich das Tor machen, war aber auch einfach nicht stark genug geschossen. Also da war einfach schlechter Abschluss. Das muss man so sagen. Och nein, ein ganz normaler Pass und vor allem nicht auf Müller. Das ist doch doppelt falsch. Das war wie ein Schuss als Pass. Komm schon, wir müssen jetzt auch das Tor machen. Nicht schon wieder gegen den schwächeren Spieler ins Elfer schießen, dass sich dann wieder den Sieg lackt. Toll. So, der letzte Angriff. Elfmeterschießen, wenn er jetzt nicht selber noch ein Tor macht. Okay, wir waren der bessere Elfmeterschütze im letzten Elfmeterschießen. Wir haben einfach durch Pech verloren. Versuchen wir einfach wieder der beste Schütze zu sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir auch gewinnen. Kein Verschießen, konzentriert spielen und es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
Wenigstens das konnte man verdient gewinnen, ey. Meine Fresse. Es ist halt auch anstrengend, wenn man immer ins Elfmeterschießen muss. Aber wir haben es geschafft. Wir haben verdient gewonnen. Wir waren auch im Elfmeterschießen, würde ich sagen, gut. Also, weiß nicht, ob wir besser gespielt haben als der Gegner. Ich glaube, es war ausgeglichen. Diesmal war halt einfach der gewonnen mit, der das größere Glück hatte, glaube ich. Und das war ich dieses Mal. Will nicht sagen, dass irgendjemand besser oder schlechter war. Okay, Stindl, mach bitte so eine Scheiße nicht nochmal. Wenn du das nächste Mal eine hundertprozentige auf dem Fuß hast oder fast hundertprozentige, dann mach die bitte auch. Danke. Zumal er halt auch drei Sterne, vier Sterne auf den schwachen Linken hat. Also das sollte ja eigentlich kein Problem für ihn sein. Er kann es ja jetzt schon wieder gut machen. Was ich halt nach wie vor immer wieder merke bei Stindl, sind halt wirklich seine sehr guten Pässe, die er spielt. Ja, das ist schon auffällig. Er hatte hier auch in dem Spiel einige Pässe zu Vorlagen gegeben, also einige Vorlagen gegeben. Die sind halt dann leider nicht in Tore umgemünzt worden, aber okay. Warum ist denn das heute wieder so, dass es die ganze Zeit von Orange auf Grün springt und nicht durchgehend grün ist? Wir hatten aber jetzt auch mal ganz kurz 5 Balken. Mal gucken, aber das. Ich glaube, ich krieg das nie, das mit dem PC zusammenhängt oder so. Ich glaube, ich bekomme nie 5 Balken hin. Ich glaube, diejenigen, die es bisher geschrieben hatten mit den 5 Balken, die waren auch Konsolenspieler. Der Spieler hat ein komplett weißes Trikot. Warum nicht das nehmen? Sorry, aber sowas ist für mich halt einfach unverständlich. Es kann sein, dass das Rot hell genug ist und man es im Spiel erkennt, aber wenn er komplett weiß hat, warum nimmt er dann nicht komplett weiß? Fuck, ich glaube, ich habe eine Wimper im Auge und das nehmen wir jetzt nicht, das war auf Orange. Am Ende. Habe, glaube ich, eine Wimper im rechten Auge, das ist so scheiße. Kriegt die jetzt nicht raus, ich muss einfach hoffen, dass sie sich irgendwo hinschiebt, dass sie mich nicht mehr nervt. So, da haben wir, irgendwie spielen wir ständig gegen Bale, aber auch wieder eine super krasse Abwehr mit Boateng, Ramos und Neuer. Konzentrieren. Wir waren jetzt in jedem Spiel der bessere Spieler, wir hatten in jedem Spiel Siegchancen und zweimal mussten wir das Elfmeterschießen nicht aus Eigenverschulden, würde ich sagen. Da konnten wir eigentlich nicht wirklich viel dafür und ich hoffe aber, dass wir jetzt wieder der beste Spieler sind, dominieren, aber dann halt auch die Spiele in 90 Minuten gewinnen. Hat sich Stindl in den Ball geworfen quasi. Nice. Alter, da macht er nur einen Fehler nach dem anderen. Wir müssen es mal bestrafen. Schön gemacht von Hummels. Er hat keinen Außenverteidiger mehr. Nice. Geblockt, aber okay, da kann ich natürlich relativ wenig dafür. Schön gemacht von Vidal. Jetzt bleiben wir leider hängen, aber Vidal macht es schon wieder gut. Zu beiden aus.
Aber bisher hat der Gegner nicht gut gespielt. Also es kann halt wieder so eine Phase sein, ist wieder scheiße und dann in 5 Minuten spielt er wirklich mega gut. Weil er dann mit meinem Spielstil klarkommt. Mich echt konzentrieren. Also der Gegner ist doch nicht so gut, aber er hat doch einen relativ nervigen Spielstil durch seine ständigen Ballrollen und blöden Tricks. Kam zu spät, der Pass. Ich hätte halt diese Schusstäuschung vorher nicht machen dürfen. Und dann nimmt den Ball schlecht an. Oh Scheiße, das war gut gespielt. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Es war so arschklar. Spiel am Anfang wie der letzte Hust und irgendwann geht's dann los. Und jetzt hat er mal was gut ausgespielt und macht natürlich das Tor. Fuck. Aber egal, wir sind. Der Gegner ist nicht so gut, dass wir das nicht drehen können. Ich würde sogar behaupten, der Gegner ist schlechter als wir. Von daher drehen wir das einfach jetzt. Ja, das sind so leichte, billige Fehler, die der teilweise macht. Wir müssen es nur mal schaffen. Die auszunutzen. Jetzt zum Beispiel. Bam! Und wieder war Stindl involviert. Ich weiß nicht. Ich glaube aber wieder der vorletzte Passgeber, nicht der letzte. Ja, hier, der Pass kommt von Stindl, soweit ich weiß. Und dann halt wunderbarer Laufpass. Ich glaube, Keita ist es. Und dann macht ihn halt einfach wieder rein. Sehr geil. Ah, ich hab's euch gesagt. Und das war natürlich jetzt auch mental wichtig, dass wir so schnell den Ausgleich schießen. Ja, ich konnte nichts mehr machen, er hatte mich dazu sehr bedrängt. Gut gemacht von Keita. Sehr schön. Das ist doch auch wieder ein Foul. Schade, dass es jetzt nicht mehr durchlässt. Reus wäre komplett durch gewesen. Schwieriger Gegner, ich wusste es, er ist besser geworden, er ist besser geworden. Ich wusste es einfach, dass das passiert. Es wäre einfach super ungewöhnlich gewesen, wenn jemand mit so einem Team dann so scheiße weiterspielt.
Geil, wie Vidal den Ball wieder an Carrasco weitergibt. So ein Ball darf gar nicht gefährlich kommen. Kommt leider die Ecke. Sein dummen Tricks, wie gesagt, er ist aufgetaut. Vielleicht habe ich sie am Anfang besser verteidigt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich mache jetzt auch nichts anders. Da zahlt sich mal Hunter bei Stindl aus, dafür kam er dann der Pass richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob noch ein Gegner dran war, aber der Pass kam richtig schlecht. Oh, abgefälscht vom eigenen Mann. Nee, doch nicht. Sehr gut. Sehr geil. Nächste Chance, die Stindl nicht macht. Und wieder eine hundertprozentige. Fuck, Mann. Muss ich den jetzt wirklich wieder auswechseln? Oh, ey, ich dreh durch. Das ist jetzt schon die zweite Riesenchance. Er hat so einen geilen Abschluss. Ich verstehe das einfach nicht. Oh, fuck. Das regt mich auf, ey. Das letzte. Nächste Chance, die Stindl nicht macht. Klar, das war eine schwierigere Chance, aber er macht halt die hundertprozentigen auch nicht. Was soll ich machen, Mann? Ich muss ruhig sein. Ich reg mich einfach nur noch auf über Stindl. Das geht mir so auf den Sack gerade. Was der für Chancen liegen gelassen hat. Und das mit 99 Positionsspiel, fast 99 Abschluss, 4 Sterne auf den schwachen Linken. So krass, ey. Nächste Chance von Stindl, klar, geblockt, schwierige Situation. Ja, da warte ich auch nicht, dass er das Tor macht, aber er hatte halt schon die hundertprozentige, macht die da auch nicht. Und er macht auch keine Zaubertore, das ist halt auch das Nächste. Das ist eigentlich wieder ein Foul, ne?
So ein verschissener Lacker, ey. So ein Beh. So unverdient, so unglaublich unverdient. Es muss natürlich ein verfluchtes Abpraller-Lackertor sein, was sonst. Weil Stindl die scheiß Tore nicht macht, ey. Fuck you, Mann. Oh, geht mir auf den Sack, ey. Wen soll ich denn jetzt nehmen, wenn Stindl keinen Bock hat, Tore zu schießen? Passt. Wo die hinpassen, ist so geil. So eine Scheiße, ey. So ein unverdienter Scheiß-Drecksieg mit so einem richtigen schönen Kacktor vom Gegner. Und Stindl, der einfach keinen Bock hat, Tore zu schießen. Das geht mir gerade so auf den Sack wieder, ey. Ich habe echt gedacht, scheiß drauf. Solange er halt die hundertprozentigen macht, ist doch alles gut. Aber er macht die hundertprozentigen nicht. Er macht sie nicht. Macht sie einfach nicht, die hundertprozentigen. Er hat so einen genialen Schuss und er macht die Chancen nicht rein. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es einfach nicht. Das ergibt keinen Sinn. Fuck! Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen anderen Stürmer. Die Charita hat auch gar nicht funktioniert. Ich will doch einfach nur einen Stürmer haben, der keine hundertprozentigen verkackt. Das ist alles, was ich will. Mehr will ich überhaupt nicht. Sah das Bild von Plea immer schon so aus? Hä? Das war doch ein anderes, oder? Thank you.
bin so angepisst gerade mal von Stindl einfach, weil er so eine Scheiße baut. Das zweite Spiel. Ich weiß nicht, war das andere das Spiel, wo wir beim Elfmeterschießen gewonnen hatten? Oder war es das, was wir verloren haben? Aber auf jeden Fall haben wir das Spiel durch Stindl verloren, weil er hatte eine Halbchance und eine riesige. Und, oh, ey, das kotzt mich an. Kotzt mich so an. Der. Ich werde jetzt beim nächsten Mal, wenn wir wieder Bundesliga spielen, weil wir spielen jetzt erstmal zwei Spiele Liga A, wenn wir Bundesliga spielen, werde ich in-game am Anfang des Spiels, ohne was am Chemistry-Style zu ändern, werde ich Müller und Stindl wechseln in der Position, dass Stindl ZOM spielt und Müller Stürmer, mal gucken. Wenn Müller zum Beispiel dann die 100%igen reinmacht, Stindl scheint ja ein guter Vorlagengeber zu sein, er könnte ein guter ZOM sein, dann macht es vielleicht Sinn, Stindl als ZOM zu spielen und Müller als Stürmer. Und wenn das funktionieren würde, würde ich dann halt auch irgendwann die Position dann wechseln und ein Stindl halt wirklich die ZOM-Karte geben und ein Müller die Stürmerkarte. Aber das mache ich natürlich nur, wenn ich weiß, okay, das funktioniert, du willst die so spielen. Weil das ist die einzige Option, die ich jetzt noch habe, dass ich einfach mal Müller als Stürmer teste. Ich will einfach nur einen verdammten Stürmer haben, der ein bisschen passen kann. Das kann Müller natürlich dann auch, logischerweise, vor allem mit dem Chemistry-Style. Und der aber auch die 100%igen reinmacht. Das kann doch noch nicht so viel verlangt sein. Und es waren jetzt wieder zwei Stück, die Stindl nicht reinmacht. Und er hat auch ein paar andere Chancen gehabt. Und die hat er halt auch alle nicht gemacht. Das geht mir einfach auf den Sack. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis.